Und da sind wir wieder und im letzten Spiel haben wir sehr knapp verloren durch einen blöden Fehler da, der begangen wurde durch eine Backcourt-Violation, kurz vor Schluss. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen Rebound noch verpasst, ja, da hat es einfach noch im Timing gefehlt. Also möchte ich die Schulter auch nicht komplett von uns nehmen, aber so ist unsere Serie natürlich nicht unbedingt prickelnd. Das Einzige, was uns da trösten kann, ist, dass wir ja in der Eastern Conference unterwegs sind und die sowieso nie so stark ist. Das heißt, da kann man auch mal mit einer schlechteren Serie durchaus noch in die Playoffs kommen. Und ja, ich möchte nicht sagen, dass wir uns daran festhalten müssen, aber das wird wohl eines unserer Ziele, die bei uns hier hängen müssen. Denn wir sehen schon, wir sind momentan mit dem schlechtesten Record der gesamten Conference unterwegs. Und da heißt es jetzt aufzuholen, mal wieder einen Sieg zu starten, mal wieder einen Sieg zu holen. Und das nächste Spiel geht gegen, ich habe es nicht geguckt vorher, gegen die Knicks, die in die echte Saison sehr schwach gestartet sind, muss man dazu sagen, wo man schon viel überlegt hat, die ja eigentlich vom Papier her einen guten Kader zusammen haben, auch nicht viel verloren haben an Spielerpotenzial, an Skill, aber ja, irgendwie will es bei denen nicht laufen. Wir haben ja Banyani auch dazugekommen von den Raptors, aber auch der ist nicht wirklich eingeschlagen und da weiß man nicht, also die Knicks sind auch so, ja, wie soll man sagen, das ist so eine Wundertüte, da weiß man nicht mal, was dabei rauskommt. Wir schauen mal, wir haben nicht die unheimliche Sprungkraft. Aber kriegen die trotzdem Sprungball gewonnen, sehr schön. Und wir sind ja das erste Mal hier Starter, habe ich ganz vergessen. Und mal schauen, was uns das bringt. Nach der guten Performance im letzten Spiel, Williams mit dem Dreier und er fällt mal direkt. So darf man starten. Wir haben jetzt immer mehr Einfluss auch auf das Spiel insgesamt. Natürlich als Starter die Möglichkeit von vorne weg das Spielgeschehen zu bestimmen. Und da wären wir da gewesen, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu spät, aber nichtsdestotrotz hier wirft J.R. Smith den Ball nur gegen das Backboard, deswegen aus das Backboard ja immer auch, oder wenn der Ball das Backboard berührt, heißt es immer auch aus. Oder wäre die Chance gewesen? Auf Korva. Der nimmt den ja nicht selten, diesen Dreier. Oh, Williams, der Dreier wieder. Schade. Ah, da war ich noch zum Stil da. Sollte nicht reichen, Carmelo Anthony. Und das gilt es natürlich zu verhindern, Carmelo Anthony offen zu lassen. Denn das ist, kann man natürlich im FF ganz die Nacht so aufwecken. Und ihr könnt den Rest weiter spinnen. Oh, Rejection von Amar Stoudemire. Ja, die Big Mans haben sie natürlich. Deswegen auch ein ganz interessantes Matchup hier für uns mit Tyson Chandler. Der ja mit Dirk Nowitzki sich den Ring geholt hat gegen die Miami Heat. Als er noch in Dallas gespielt hat. Danach ja dann verlassen die Mavericks wieder Amar Stoudemire. Meieiei. Kyle Korver, der jetzt den Dreier nimmt und der ist gut. Und wir starten mit zwei Dreiern ins Spiel. Williams, dann Korver, der wirklich nicht viel Zeit und Platz braucht, um den Dreier hier anzusetzen und diesen dann auch zu machen. Sehr hochprozentig. Sind hinter Chandler. Das Gute vielleicht auch noch bei den Hawks, dass sie eigentlich ein relativ guten Salary Cap haben. Also ich sag mal, da kann man noch was tun, wenn man will. Emma aus Stoudemire, der macht hier ein ganz starkes Spiel zum Anfang. Zwei Blocks und jetzt gerade der Putback. In einer starken, starken Aktion. Williams, der ist wieder gut. Wieder Block zum Punkten gestellt. Das machen wir immer. Das gibt immer eine schöne Note. Deswegen steigen wir relativ schnell. Ohne schon wesentliche Wertungen an Bord zu haben. Ein Rebound bisher. Chandler haben ja auch ein bisschen was in der Onboard-Defense gemacht. Und ein Punkt, glaube ich, nur. Und was ich eigentlich sagen wollte, Low-Post-Defense. Also das geht schon. Und da war eine gute Defense dabei. So muss das sein. Da haben wir Chandler gehindert am freien Korb. Da wäre wieder die Möglichkeit gewesen, Teague. Oh, so dusselige Pässe, das tut echt weh. Vor allem so unnötig. Kommen erst im zweiten Viertel wieder rein, so ist das. Das war in einer anderen Karriere auch so. Spiele die ersten Minuten des ersten Viertels und dann komme ich meist zum
Anfang des Zweiten wieder rein und da ist natürlich irgendeiner mit seinen Quick Hands, das war ja klar. Ah, sind da, reicht aber nicht. Turnover. Aber ihr seht schon immer noch B-, weil einfach dieses Blocken natürlich unheimlich viel an Note bringt. Oh, frei für drei. Der ist gut. Und wir sind wieder ein vor. Wichtig wäre einfach nur, dass wir gewinnen. Da ist mir eigentlich auch egal, ob wir jetzt selber 500 Punkte machen. Aber bisher haben wir noch nicht so wirklich die Chance dazu bekommen. Es ist uns ja letztes Mal auch aufgefallen, dass wir relativ wenig Bälle bekommen. Wenn wir die bekommen, dann müssen wir uns die meistens durch zwei-, dreimal schlechten Pass gefordert irgendwie erzwingen. So, den holen wir uns. Ne, den holt sich Carroll. Schröder, der leider jetzt in der D-League unterwegs ist. Leute, wenn ich euch den Screen share, dann dürft ihr doch nicht den Ball die ganze Zeit weitergeben. Ja, das war natürlich blöd. Da laufe ich ihn noch um hier, den Udrich. Kenyon Martin, mein Gegenspieler. Kenyon Martin, Jumper to Chandler. Chandler auf Udrich. Vorsicht da jetzt. Jumper, der kann den Dreier, der wirft den Dreier. Aber sind dabei. Rebound ging zum Gegner. Mal wieder. Timing nicht so richtig da. Jumpert, get a haircut. So, der Dreier, Meta World Peace, den kann er. Er kann wirklich aus der Mitteldistanz gar nichts. Aber der Dreier, also zumindest im Spiel, brauchen wir jetzt nicht drüber reden in echt, aber sag mal, den Dreier kann er wirklich sehr konstant, da wäre wieder Platz und Zeit gewesen, uns anzuspielen, aber wir kriegen wieder den Ball nicht. Das ist ein bisschen deprimierend manchmal. Vor allem, wenn man ganz frei steht, dann frage ich mich immer, warum spielst du denn den Ball nicht einfach ab? Jetzt sind es schon wieder 10 Punkte Abstand. Schwierig, schwierig, schwierig. Ah, der wirft den weg. Der wirft den weg. So, wir müssen jetzt mal einen suchen, der hier werfen kann. Williams für drei. Nein. Halbzeit und 10 Punkte Rückstand. Wahnsinn. New York leading against Atlanta. The NBA pecking order still being determined. They're looking to get over 500 and to stay there. A nice job of sharing the rock, making plays for one another offensively. Raymond Felton has been clicking through the first two. He's got 15 points. He's been dynamic on both ends of the court, finding teammates, playing tough D on the other end. And hanging tough, the Atlanta Hawks. Outstanding bench production. They've gotten a very nice lift, and that's made a huge difference for them on the scoreboard. Lewis Williams bringing his A-game tonight, and they've got a great boost from Al Horford as well. And that's all there is for me here in the studio. Time to send you back to my friend Kevin Harlan and the crew for the second half. The Sprint Halftime Report, presented by Sprint. Tja, das ist bisher nicht unser Spiel, also persönlich und als Team nicht unbedingt. Also 10 Punkte Rückstand und wir selber haben auch noch nicht wirklich was ans Board bringen können. Ein Rebound bisher, ein Turnover, okay. Aber trotzdem ist das noch nix. Der ist wieder gut da, das waren wieder drei. J.R. Smith hier. Es ist echt schwierig, überhaupt den Screen zu stellen, weil wir so unbeweglich groß sind. Aber die spielen den Ball auch immer weiter, wenn ich gerade komme, um den Screen zu stellen. Also, ich weiß nicht, ob das hier die beste Variante ist. Und der ist gut! Ah, so geht das mal. Nur das kommt leider viel zu selten. Das müsste viel, viel häufiger der Fall sein. Da müssen wir viel häufiger die Möglichkeit haben, mal den Offensive Rebound zu holen.
Aber zum einen das Rebound-Gefühl, also das Timing ist natürlich nicht immer ganz einfach. Auf der anderen Seite seht ihr schon, also wir kämpfen uns hier wirklich durch Gegenspieler einfach durch, ja, wir laufen quasi durch sie durch. Der Dreier von Korver wieder nicht gut, wir sind weit außerhalb der Zone, weil wir versuchen zum Block zu kommen, aber sie ruschieren viel auf den Außen, ja, die Flügelspieler, die Guards spielen sich den Ball häufig hin und her und kommen dann schnell zum Dreierabschluss. Und da haben wir uns noch nicht wirklich eingleben können, aber der Block hier. Und Stoudemire mit dem zweiten, aber wir wieder mit einem Block. Ja, ich fordere den Ball und fordere den Ball, aber er kommt nicht. Jetzt kommt er. Millsap, der den Ball von uns bekommt. Schade. Ja, da haben wir selber nicht zum Abschluss kommen können. Da war Chandler vor uns, der sich nicht hat lumpen lassen da. Beziehungsweise veräppeln lassen. Chandler wieder. Sind davor, wieder der Block! Oh! Der Block! Der zweite jetzt. Und das war ein schöner. Oh, faul und nein. Schade. Abfluss. Oi, 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 geht doch. Und der zweite ist auch drin. Beide Freiwürfe. Ei, 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 was ist denn los mit uns? Geht doch. Ja, und jetzt kommen auch die Zahlen ans Board. Und jetzt spielen wir auch besser. Zwei Blocks gerade. Sehr schön. Da wurden wir auch schön im Post dann angespielt. Das wird von den Mitspielern erkannt, dass wir einen unseren Teil hier zum Spiel beitragen können und wollen. Ja, da musste er sich nochmal drehen, weil wir da einfach als Menschenmasse einmal über ihn drüber gesprungen sind, wie so eine undurchdringbare menschliche Wand aus Fleisch. Da ist er auf jeden Fall nicht dran vorbeigekommen. Musste nochmal abdrehen und dann den Wurfzeit überschreiten. Also kann man uns mit einigem, ja, guten Willen gut schreiben, sag ich mal. 12 Punkte Rückstand sind schon. Eieiei, das wird wieder sehr eng hier mit dem Sieg. Eher nichts. Boah, den habe ich doch schon gehabt. Eieiei. Da machen dann beispielsweise Rebound-Werte auch wieder den Unterschied aus. Wenn ich keine guten Rebound-Werte habe, dann kann ich mich da meist nicht gegen den größeren Spieler oder gegen den Spieler, der von hinten kommt, durchsetzen, den Ball also nicht festhalten, dann verliere ich den nochmal. Dann hat man zwar die Möglichkeit, noch zum zweiten Mal den Rebound zu holen, in Anführungszeichen, aber wie in diesem Beispiel gibt es dann auch das Negative, dass unter anderem der Gegner die Möglichkeit bekommt, den Ball erneut zu bekommen. Und dann Second Chance Points. Ja, boxt uns zwar aus, aber boxt uns so aus, dass der Ball nicht zu ihm kommt. Ah, wieder so ein sloppy Turnover. Schröder diesmal. Amar Stoudemire. Eieiei. Der hätte uns fünfmal anspielen können. Ich kriege einen Anfall. Schröder. Eieiei, wir waren ganz frei. Dreimal gedrückt, dabei kommt nicht der Pass. Und dann kannst du da nichts machen. Was willst du da? So. Nicht drin. Williams auf die Gegenseite. Machen wir ein bisschen Tempo. Nimmt uns wieder nicht mit. Screen von uns, der Dreier, ja! Der fällt nochmal. Und wir sind jetzt kurz vor Ende des dritten. Also, wenn man will, geht da vielleicht noch was im vierten. Aber da muss man jetzt einfach mal einen Run starten und den sehe ich einfach noch nicht. Aber zuletzt jetzt besser. Wir kommen auch langsam ins Spiel. Zwei Blocks, zwei Rebounds, vier Punkte. Beide Freiwürfe drin von uns vorhin. Wieder verliert er den Ball. Ah, schöne Bewegung. Er darf mal drin sein. Dann gefoult da, Elton Brand. Schade, schade, dass der nicht drin war.
Erstes gut, Elton Brand. Auch der ja bei den Mavericks unterwegs gewesen. Genau wie Tyson Chandler. Hardaway, unser Gegenspieler, ich glaube nicht. Ah, jetzt passt schon wieder eher. Kenyon Martin, Power Forward Center, kann der spielen. Hardaway für drei, nicht gut. Kenyon Martin holt den Rebound, nicht gut. Und diesmal haben wir ihn. Und wir machen das Spiel wieder schnell. 10 Punkte Rückstand. Ja, ist gut, der schnelle Zweier, und es sind jetzt nur noch Single Digits. Also wie gesagt, wir müssen einen kleinen Run starten, sonst wird es ganz schwierig. Aber jetzt hat der beste Mann den Ball an der Hand da bei den Knicks. Da müssen wir vorsichtig sein. J.R. Smith für drei, und der ist gut. Ja, ja, J.R. Smith. Also die Knicks haben schon ein paar gute Leute, das sehen wir auch. Also vom Papier her mit Sicherheit ein gutes Team, aber es will in dieser Saison nicht. Da fragt man sich immer, ja, was soll man da machen als Team? Wie kann man oder was kann man da überhaupt tun? Versuche aus diesem Loch irgendwie rauszukommen, ist eine Phrase, die hilft mir aber nicht, weil ich dann nicht weiß, wie ich aus diesem Loch rauskomme. Also schwierig. Und der Ball ist geklaut. So, Teague und jetzt mal Gegenseite hier. Teague, der kann uns jetzt mal mitnehmen. Oh, der wollte uns auch mitnehmen, aber der Ball ist leider nicht durchgekommen. Der ist auch geklaut. Hardaway auf Kenyon Martin. Kenyon Martin mit dem probierten Dunk, aber der auch abgebrochen, beziehungsweise in der Motion gestört von Elton Brand mit seinem vierten Foul schon. Vorsicht da. Kenyon Martin macht einen von beiden und wir sind Double Digits, 10 Punkte. 4 Minuten 17, also es geht noch was. Also ich möchte es nur sagen, aber es ist schwierig. Schwierig, aber es geht was. Vorsicht da auch mit den Sekunden. Der ist gut. Millsap. Raymond Felton, wir haben wieder unseren Gegenspieler Tyson Chandler. Auch eine Rebound-Maschine. Eine große Stärke der Mavericks, als es gegen die Heat ging in der Final-Serie, dass sie mit Tyson Chandler einen hatten, der viele, viele Rebounds bekommen hat. Viele Second-Chance-Points erlaubt hat. Bieten uns an, bekommen den Ball auch. Ah, der Ball ist raus. Schlechter Pass, aber wir kriegen den nochmal. Auch nur mit einer Sekunde Abstand. Der wäre wieder schwierig geworden. Den hätten wir mit Sicherheit nicht gemacht. Jetzt müssen wir vielleicht den perfekten Pass spielen, dass er also sofort werfen kann eigentlich. Teague für drei, schade. War vielleicht noch die beste Variante, Carmelo Anthony, Floater, gut. Ja, und da wird's schwierig jetzt. Die Knicks punkten und wir punkten nicht, oder doch? Kyle Korver, da findet er mal wieder seinen Dreier. Die Range hat er ja mit Sicherheit drin. Sehen wir ja ganz, ganz häufig, dass er die Dreier bei uns nimmt. Chandler, oh, der Block wieder in der Zone. Ohoho. Wieder eine böse Aktion hier gegen den Gegenspieler, der wieder geblockt wurde. Kyle Korver, der probiert den Dreier und die sind natürlich gefährlich. Wenn sie nicht reingehen, ist der Ball weg. Ja, und dann ist der Ball weg und dann kommst du da auch nicht mehr erst so schnell ran. Carmelo Anthony. Ja, ja, es ist ganz schwierig hier. Korver wieder für drei. Der ist gut. 8 Punkte Rückstand. 2-6. Noch zu spielen. Haben hier gleich zwei Leute gleichzeitig gedeckt. Einmal Stoudemire im Post gedeckt und. Ah, Carmelo, nicht gut. Ah, der Block von uns. Der nächste. Wieder gut. Für Teague 3, nicht gut. Offensive Rebound. Offensive Rebound, noch nicht gut.
Millsap, erster gut und wir verkürzen 7 Punkte und wir verkürzen auf 6 Punkte, sind 2 Dreier und die haben wir drin. 4 Blocks im Spiel. Für uns also ganz wichtig, da auf der defensiven Achse. Dafür offensiv eher blass, aber wir können das Team hier zumindest mal mit unserer Defensive unterstützen. Wenn er von da wird, ist er nicht hochprozentig. Der ist auch nicht gut, an den darf Carmelo Anthony doch im Leben nicht bekommen. Und das war ein blödes Foul hier. Warum? Warum kriegt Anthony den da gegen 2? Das darf er doch nicht. Oh, der Stil von uns fast. Und wieder so viel Pech, das gibt's doch gar nicht. Da sind wir davor und der ist gut und der nächste Block. Der 5. im Spiel. 5 Blocks. Na und Korver für 3 und der ist nicht gut, das wäre so wichtig gewesen. Oh, 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 das wären dann nur noch 3 Punkte gewesen hier, kurz vor Ende. Und der war frei, Kyle Korver. Den kann er doch. Oh, wieder gute Defense. Oh nein, den kriegt er trotzdem durch. Glück gehabt hier. Und so verlieren wir das Spiel höchstwahrscheinlich. Williams für 3. Da sind wir gar nicht so schnell vom Einwurf, bis wir überhaupt so schnell da zurückkommen könnten. Haben auch damit einen Karriere-Meilenstein erreicht, da 5 Blocks in einem Spiel. Aber wie gesagt, das alles nicht viel wert, wenn wir die Spiele verlieren und das sieht wieder so aus, als wenn es einen Loss gibt. Und so ist es auch, 76-71 und wir hatten eine starke zweite Halbzeit, eine viel, viel bessere als noch zuletzt. Mit einer schönen oder mit einem schönen Ergebnis, dass wir 5 Blocks am Ende des Spiels haben. Bei 3 Rebounds, nur 3 Rebounds vielleicht und nur 4 Punkten. Also, wir haben in der Defensive den Ton angegeben und eine Karriere-Bestleistung bei den Blocks aufgestellt. Wichtig ist das dann insgesamt auch, dass die Defensive ein Faktor sein kann und es macht einen gewaltigen Unterschied, das kann man ja schon mal sagen. Wir haben ja auch bei den Blocks zuletzt noch gepusht bei den Skills, also bei den Attributen noch ein bisschen was draufgepackt. So, und Glückwunsch zu deiner Berufung, die Starting Five, perfektes Timing. Wir wollen gerade unsere Nutze deinen eigenen Heimvorteil-Kampagne starten. Bist auf dem Plakat, groß in der Mitte zu sehen, was sagst du? Und das sieht doch schick aus, die Hawks. Aber auch das sehen wir oder kennen wir schon aus dem letzten Teil. Ich habe das Verlieren satt, können wir da sagen. 5 Blocks in einem Spiel. Haben dadurch wieder ein paar Fähigkeitspunkte bekommen, die wir einsetzen wollen. Das machen wir am besten jetzt mal in der Offensive. Wir haben ja zuletzt das Problem gehabt, dass wir zumindest da nicht so gut waren. Wofür Bedrängnis? Das wäre ja was, was wir eigentlich besonders gut können müssten, da unserem Korb. Können wir aber irgendwie gar nicht. Deswegen erhöhen wir das mal um 20 Punkte. Ist für mich ein ganz wichtiges Attribut. Und hatten wir bisher fast gar nichts drin. Ist wie gesagt als Athletischer auch immer noch was anderes. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben ein einigermaßen gutes Spiel gesehen. Leider wieder mit dem gleichen Outcome, nämlich dass wir verloren haben. Und als nächstes kommen die Heat. Das wird natürlich nicht viel leichter, aber vielleicht außerordentlich spannend. Und ihr seid dann dabei. Ihr dürft gerne wieder einschalten, wenn es dann wieder heißt NBA 2K14 mit Kentrigo. Bis dahin!